dann ist die Weltigkeit. Es gibt ja auch andere Schalenvoraussetzungen. Für die Schalenwachstum. Aber das haben Sie. Die man so in einer Woche hat. Und ich habe natürlich gerne zugesagt, dass heute der Weltumwelttag ist. Das habe ich aber auch nicht gewusst. Schön, dass Sie alle hier sind. Das ist ja so das Who is Who im Naturschutz in Waldeck-Frankenberg, Marburg-Biedenkopf, angrenzende Gebiete. Ich finde das eine tolle Geschichte, die hier initiiert worden ist. Und was mich in besonderer Freude erfüllt, ist, dass neben den vielen Aktiven, die ich ja auch seit Jahrzehnten kenne, die im Naturschutz tätig sind, eben auch die Örtlichkeit eingebunden ist, wie Sie haben eben gerade gesagt, der Kulturverein hier aus Viermünden und Herr Strieder aus Frohnhausen hat mir gesagt, dass am 15. Juni bei Ihnen sogar ein Wildkatzenlauf stattfindet. Das heißt, es ist eine hohe Identifizierung mit einem Leittier, ein scheues Leittier unserer Wälder, von dem wir vor 10 Jahren gehofft hatten, dass es irgendwann wieder auch unseren Raum erschließen möge. Es waren Sichtnachweise aus dem Rothaargebirge bekannt und alle fragten sich, ich entsinne mich noch an meine Zeit als Bürgermeister in Frankenau, wann denn die scheue Wildkatze wohl auch den Nationalpark erreichen würde. Ich habe selbst einmal, ob Sie es glauben oder nicht, bei einer nächtlichen Heimreise, wir kamen aus Frankreich, von Frankenau kommend nach Altenlotheim, Wildkatzen auf der Straße gesehen. Ich hatte aber keinen Fotoapparat in der Nacht und konnte deshalb den Nachweis nicht erbringen, aber ich wusste selber, dass sie da ist. Und der Björn Brede freut sich heute als Bürgermeister, dass der Nationalpark eben auch besiedelt wurde. Aber die Hemmnisse für diese Waldtiere sind eben doch sehr hoch. Wir alle wissen, dass sie ja große Agrarflächen nicht ohne weiteres überbrücken können. Sie leben angeschmiegt an Waldränder oder im Wald. Und deshalb ist die Herrichtung eines Wanderkorridors, und darum soll es sich ja handeln, eine der ganz wichtigen Instrumente, um die Wanderbewegung, vor allen Dingen auch die genetische Isolierung einzelner Tiere zu verhindern, die Zu- und Abwanderung von Lebensräumen zu begünstigen. Und deshalb bin ich schon sehr stolz darauf, dass wir hier in Waldeck-Frankenberg, namentlich hier im Bereich Stadt Frankenberg, Battenberg, also sagen wir mal auch in naturräumlich Linzverbach, Orke etc., dass wir hier zu den Pilotprojekten eines geförderten Projektes seitens des Bundesamtes für Naturschutz gehören. Der Wildkatzensprung ist der Titel, dass wir eben mit zur Verfügung stehenden Mitteln, übrigens auch noch ein Stück weit aus der Ausgleichsabgabe akquiriert, der Windkraftstandorte, dass wir in die Lage versetzt werden, solche Korridore zu schließen. Ich finde das prima, dass wir eben zu den Pilotgegenden 11, glaube ich, in der Bundesrepublik, oder sind es mehr als 16? Gut, okay. Also, dass es solche Räume gibt und wir dabei sind, das ist so ein kleiner Adelstitel neben dem UNESCO-Weltnaturerbe, dass wir hier mit dabei sind. Das spricht für die biologische Vielfalt und Lebensraumgüte, die wir hier, über die wir bei uns noch verfügen. Das erfüllt mich als Landrat mit Stolz und ich wünsche dem Projekt gutes Gelingen, dass möglichst viele Tiere daran entlang wandern und neue Lebensräume erschließen und dass die Todfunde auf den Straßen möglichst unterbleiben. Ich habe von Herrn Dr. Hütte gehört, dass die Todfunde da sind. Hartmut Kaiser hat es mir vorhin auch noch mal aus dem Bereich Sachsenberg bestätigt. Das ist sehr, sehr schade um jedes einzelne Tier. Mögen Sie durch dieses gute Projekt gut geleitet und beschützt sein, sodass wir hinterher sagen können, die Wildkatze ist flächendeckend in den unberührten Wäldern Waldecks-Frankenbergs vertreten. Das wäre mein Wunsch, aber der wird bestimmt auch wahr werden. Herzlichen Dank und gutes Gelingen. Schön, dass Sie alle mit dabei sind. Vielen Dank. Grüßt hat. Aber ich möchte nur mal erinnern, wie das überhaupt hier alles losging mit dem Armin Bürgel, als der vor ein paar Jahren damit angefangen hat, die erste Kartierung zu machen. Und wie der Frank, er mit dem Frank zusammen die Kartierung hier unternommen hat. Und wie wir dann auch der Armin uns die ersten Grundstücke besorgt hat. Und es ist leider so, ich sehe das manchmal so ein bisschen mit dem drehenden Auge, dass der Armin das nicht mehr erleben darf, weil er ja dann gestorben ist, dass er erlebt, wie sein Projekt, was er angestoßen hat, verwirklicht wird. Und wir unseren Landesvorstand, ich bin seit jetzt einem Jahr dabei, anderthalb, ist natürlich eine besondere Freude, dass die Eröffnung und Einweihung des Wildkatzenkorridors bei uns in meinem Heimatkreisverband stattfindet. Und das ist für mich ein wirklich schönes Erlebnis, dass wir die ganzen Sachen rüber transportieren können. Für uns ist natürlich auch vom Landesvorstand eine wahnsinnige Freude, dass es in den Wildkatzenkorridore im Landesentwicklungsplan aufgenommen wurde und dass wir dann auch die Grundstücke bekommen können und dass wir auch die Pflanzungen machen können. Und deswegen ist es mir wirklich eine unheimliche Freude, die ganzen Leute hier zu sehen, die Eröffnung des Wildkatzenkorridors und dass wir weiter an diesen ganzen Sachen arbeiten werden. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch weiter sagen sollte. Die Hintergründe kann ja dann die Sarah nochmal erklären. Ich wollte nur die
den Landesvorstand vertreten, dass wir das unheimlich klasse finden, was hier stattfindet. Und das weiter natürlich weiter so unterstützen werden. Okay, das war's. Deswegen habe ich die Fotobarbeit, damit keine Bilder davon gibt. So, dann werde ich jetzt versuchen, das Projekt zu erläutern. Anders als meine beiden Vorredner muss ich leider ablesen, weil jetzt kann ich mir nicht alles merken. Der allgemeine Artenschwund wurde von der EU erkannt und die Mitgliedstaaten haben eine Biodiversitätsstrategie beschlossen, die den Artenrückgang verlangsamen soll. Ganz oben auf der Liste der Maßnahmen steht der Verbund von voneinander getrennten und verinselten Lebensräumen. Es wurde im Bundesnaturschutzgesetz in § 21 beschrieben. Ziel des Projekts ist es, einen bundesweiten Verbund von Waldkorridoren, der von anderen Wildkatzen und anderen Arten genutzt werden kann, umzusetzen. Für den Biotopverbund sollen 10% der Landesfläche zur Verfügung gestellt werden. Das BFN, Bundesamt für Naturschutz, unterstützt den BUND bei der Umsetzung des Korridorverbundes. An diesem bundesweiten Projekt sind alle BUND-Landesverbände, in denen Wildkatzen vorkommen, beteiligt. Eine wesentliche Aufgabe des Projekts ist der Aufbau einer Gendatenbank. Dazu sind 16 Probeflächen über die Bundesländer verteilt von jeweils 225 Quadratkilometer eingerichtet worden, auf denen Lockstock-Untersuchungen über 3 Jahre stattfinden. Es ging 2012 los, 2013 haben wir abgeschlossen und 2014 steht noch aus. 2012 hatten wir ganz gute Erfolge beim Haare sammeln. Dieses Jahr sah es nicht so gut aus. Es gab sehr wenig Haarproben. Dafür hatten wir erste Haarproben im westfälischen Teil unseres Probengebietes, wo wir letztes Jahr gar keine Proben sammeln konnten. Durch die gleichen Bedingungen bei allen Probenräumen können Rückschlüsse auf Individuenanzahl und Wanderverhalten gezogen werden. Hessen verfügt als einziges Bundesland über 2 Probenflächen. Eine liegt im Odenwald, wo vor 2012 noch keine Wildkatzen nachgewiesen werden konnte. Die zweite Probefläche liegt im Rothaargebirge im Grenzgebiet zu Nordrhein-Westfalen. Und die Probefläche liegt zu 2/3 ungefähr auf hessischer Seite und 1/3 liegt in NRW. Im Landkreis konnten bereits im Winter 2006-2007, Herr Schäfer hat es schon erwähnt, die ersten Nachweise gemacht werden, sodass wir schon gegenüber anderen Gebieten weit im Voraus sind, weil schon reichlich Nachweise vorliegen. Aus diesem Grund konnte bereits unabhängig von den Ergebnissen der Untersuchung auf den Probeflächen mit der Umsetzung der Korridore begonnen werden. In unserem Landkreis kamen dafür 2 Bereiche in Betracht. Zum einen der Bereich zwischen Frohnhausen und dem Wollmarer Wald, wo eine Lücke von 1,9 Kilometer zwischen den Ausläufern des Rothaargebirges und dem Wollmarer Wald, der dem Burgwald vorgelagert ist, klafft. Dieser Korridor soll das Rothaargebirge mit dem Burgwald, in dem auch Wildkatzen durch den Verein Rettet die Wildkatze nachgewiesen wurden, verbinden. Bitte? Rettet den Burgwald. Ja, das sowieso. Das kriegt jetzt einen Zusatznamen noch. Der zweite Korridor liegt zwischen Nuhn und Orke und läuft nördlich an 4 Münden vorbei. Das ist die Stelle, wo wir jetzt stehen. Mit diesem Korridor soll dann Individuenaustausch zum Nationalpark und weiter nach Nordosthessen gewährleistet werden. Wir haben da vorne Karten aufgehängt, können sich nachher mal anschauen. Auf einer der Karten ist die Wanderung eines Scooters zwischen dem Nationalpark und Heinsemannskopf und bis nach Oberorke dokumentiert. Also es findet bereits ein Austausch statt, aber die Katzen haben eben noch diese Hindernisse, diese offene Landschaft und eben die Straßen als Barrieren. Deswegen ist ja eine der wichtigsten Aufgaben dann langfristig auch die B252 mit Ederaue katzenfreundlich zu gestalten. Dieser Korridor, auf dem wir uns hier befinden, weist bereits gute Strukturen auf. Das heißt, es existieren relativ kleine abwechslungsreiche Schläge, welche sich mit Hecken und kleinen Wäldchen abwechseln. Und von der Topografie ist das Gebiet auch relativ formenreich, artenstrukturreich, kann man sagen.
Neben dieser Fläche hat der BUND noch eine Fläche aufgeforstet. Und weitere Flächen wurden durch Bepflanzung mit Baumreihen in Verbindung mit extensiver Bewirtschaftung aufgewertet. Darin sieht man, dass die eingangs erwähnten 10% der Landesfläche, die für einen Biotopverbund genutzt werden sollen, nicht automatisch für andere Zwecke verloren gehen, weil weite Teile können in irgendeiner Form weiter bewirtschaftet werden. Besonders im Wald ist eine Existenz der Wildkatze trotz Bewirtschaftung gut möglich. Das Bestreben der Forstwirtschaft, künftig weniger Monokulturen anzulegen, wirkt sich zunehmend positiv auf die Wildkatze aus. Eine weitere Verbesserung hat Kyrill und nachfolgende Stürme für die Wildkatze gebracht. Neben den Gehecktmöglichkeiten unter Baumtellern kommt der Wildkatze die schwere Zugänglichkeit von Sukzessionsflächen zugute. Viele Windwurfflächen konnten damals mangels Verfügbarkeit von Setzlingen nicht aufgeforstet werden. So hat sich Naturverjüngung ausgebreitet. Dabei hat sich nicht immer das gewünschte Pflanzschema eingestellt, aber heute wird der Vorteil der Saat gegenüber der Pflanzung auch beim Forst geschätzt, denke ich. Verbesserung der Lebensbedingungen im Wald führt dann aber zu einer Ausbreitung in die Randbereiche und an Verkehrswege mit den bekannten Gefahren. Wenn man es jetzt genau nimmt, ist Eröffnung hier heute gar nicht das richtige Wort. Eröffnet werden Bauwerke dann, wenn sie fertiggestellt werden und im vollen Umfang genutzt werden. An der Straße kann man ein Band durchschneiden und der Verkehr kann am nächsten Tag rollen. Ein bisschen anders sieht es in Kassel-Calden aus, ist alles fertig und es rollt trotzdem nichts. Ja, könnte man von einem Spatenstich sprechen, aber das trifft es auch nicht richtig. Ein Spatenstich fängt man ein Projekt an, von den Planungen bis ins letzte Detail vorlegen. Der Wildkatzenkorridor wird aber Stück für Stück geplant. Wir kennen vorhandene Lebensräume, wir kennen geeignete Lebensräume, die zu besiedeln sind, und wir wissen, in welchen Bereichen Wanderhindernisse für Wildkatzen und andere waldbewohnende Arten bestehen. Planungen im Detail können erst erfolgen, wenn bekannt ist, welche Flächen verfügbar sind und wie diese gestaltet werden können. Der Idealfall wäre, Lücken im Waldverbund aufzuforsten und Verkehrswege, die dabei im Weg sind, stillzulegen. Das ist aber nicht so einfach möglich. Deswegen müssen praktikable Lösungen erarbeitet werden, die anderweitige Interessen berücksichtigen. Anderweitige Interessen sind beispielsweise Land- und Forstwirtschaft, Verkehrswege etc. Aber auch der Naturschutz selbst kann dem Projekt im Wege stehen. Dann nämlich, wenn Lebensräume anderer Arten betroffen sind. Auch dafür ist diese Fläche hier ein Beispiel. Es wäre nicht möglich gewesen, diese Fläche einfach aufzuforsten, weil es sich hier um wertvolles, artenreiches Grünland handelt. Und deswegen ist man zu dieser Lösung gekommen, dass man das Grundstück in die Sukzession gehen lässt und begleitend eine Pflanzung initiiert. Wir haben auch den ausreichenden Abstand zu bewirtschafteten Flächen noch eingehalten, damit es da keine Probleme mit der Nachbarschaft gibt. Dann haben wir da eine besonders feuchte Stelle, wo man sieht da die lilanen Blumen oder Rosanen. Das ist ein wertvolles Feuchtgrünland. Das haben wir komplett von der Pflanzung ausgenommen. Ja, zur Umsetzung des Biotopverbundes heißt es im Gesetz, die Länder sollen tätig werden. Nur ist offen, wer was, wann und wo zu tun hat. Etwas anders verhält es sich mit der Wasserrahmenrichtlinie der EU. Darin wird beschrieben, dass alle Gewässer in einen guten Zustand überführt werden sollen. Das bedeutet, die vorhandenen Defizite, welche bei Gewässergütekartierungen ermittelt wurden, müssen bis 2015 beseitigt werden. Die Wasserrahmenrichtlinie fordert wiederum, dass Gewässer unter anderem für landgebundene Tierarten passierbar sein müssen. Diese Forderung wird leider immer noch bei Baumaßnahmen vernachlässigt. Wenn es Standard wäre, Gewässerdurchlässe so zu gestalten, dass sie für Kleinsäuger passierbar wären, dann wäre der Wildkatze auch sehr geholfen. Beim Um- und Ausbau der L3076 zwischen Frankenberg und Rosenthal wurde so verfahren. Parallel zum Gewässerdurchlass im Nemfetal wurde ein zweiter Trockendurchlass und darüber hinaus noch ein weiterer Trockendurchlass im weiteren Verlauf der Straße eingebaut. Hessenmobil hat alle Dienststellen über den Wildkatzenwegeplan informiert und gebeten, diesen bei künftigen Planungen zu berücksichtigen.
Das wird hier im Landkreis umgesetzt. Der letzte große Reibungspunkt war, glaube ich, die Wesetalstraße, Herr Kubert. Sie erinnern sich noch? Ja, ja. Da gab es ein bisschen böses Blut. Ich denke, die Verhältnisse haben sich geändert in der Zwischenzeit. Man spricht miteinander. Und ja, ich denke, der Umgang ist besser geworden, auf jeden Fall. Die Forstchefkonferenz des Bundes und der Länder hat bereits 2008 beschlossen, den BUND bei seinen Anstrengungen zur Umsetzung des Projekts zu unterstützen. Die Zusammenarbeit mit den Forstämtern in unserer Region läuft reibungslos. Fahrgenehmigungen sind kein Problem. Das Forstamt unterstützt uns bei der Planung von Maßnahmen. Dass diese gute Zusammenarbeit sowohl mit Hessen Mobil als auch mit Hessen Forst erleichtert die Umsetzung des Waldbiotopverbundes. Bei der Beschaffung geeigneter Grundstücke hingegen bekommt man zunehmende Verknappung zu spüren. Die von Ökonomen propagierte Strategie des unbegrenzten Wachstums, die zwar immer öfter in Frage gestellt wird, aber in weiten Teilen der Gesellschaft als Mittel angesehen wird, gegenwärtige Hypotheken zu bedienen, führt zwangsläufig zu Flächenverbrauch. Da kann das Flächenmanagement noch so intelligent gestaltet werden. Es wird immer enger auf unserem Planeten. Es werden Flächen für Neubaugebiete, für Gewerbegebiete und Trassen für Verkehrswege erschlossen. Diese Flächen gehen zwangsläufig der Land- und Forstwirtschaft sowie der Natur verloren. Wie soll Wachstum in der Landwirtschaft noch möglich sein? Um die Schaffung von geeigneten Habitaten könnte man auch als Wachstum bezeichnen. Dabei wollen wir nur etwas zurückholen, was früher schon mal da war. Flächen für Wachstum im allgemeinen Sinne werden gerne abgegeben, aber wenn es darum geht, Flächen für Naturschutz bereitzustellen, dann stößt man doch zunehmend auf Schwierigkeiten. Durch jahrzehntelangen Landverbrauch und Umstrukturierung gingen allmählich viele Nischen für die Natur verloren. Nun, wo ein Umsteuern nicht nur vom Naturschutz selbst gefordert wird, erhöht sich die Konkurrenz der Flächenakquise bei der Flächenakquise. Die Problematik der Flächenverknappung wird durch die Zinspolitik weiter verstärkt. Vorsichtige Anleger legen ihren Fokus auf Immobilien, wobei unbebaute Grundstücke ein geringes Risiko bedeuten. Die Förderung des Projekts Wildkatzensprung durch den BFN ermöglicht dem BUND einerseits die Umsetzung des Korridors, bringt aber gerade beim Grundstückserwerb auch Probleme mit sich. Förderrichtlinien erlauben nur Grundstücke zu marktüblichen Preisen zu erwerben. Damit soll Preistreiberei verhindert werden. Wir hatten vor kurzem den Fall, da wurde uns ein sehr interessantes Grundstück angeboten. Man hätte es auch gerne bezahlt, aber der Preis lag über dem Durchschnittspreis und so konnten wir das leider nicht durchführen. Aber auch die Tatsache, dass der BUND quasi stellvertretend für den Staat tätig ist, sorgt für eine gewisse Augenhöhe beim Umgang mit Beteiligten. Dieses Outsourcing war sicher eine kluge Entscheidung, weil das Projekt von dem Verband umgesetzt wird, der auf langjährige Erfahrungen und Kenntnisse zurückgreifen kann. In Hessen steht das Projekt unter einem besonders guten Stern. Der Wildkatzenwegeplan wird als Grundlage für den Waldbiotopverbund in den Landesentwicklungsplan aufgenommen. Und es ist somit von raumplanerischer Bedeutung. Das bedeutet, das Projekt stellt die Umsetzung dann von Landesplanung dar und ist somit für hessische Behörden verbindlich. Ja, jetzt wollen wir gleich zur Pflanzung übergehen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch der BFHI, Berufsförderungswerk von Handel und Industrie, danken. Die haben damals geholfen, hier diese Pflanzung zu erstellen. Jetzt wollen wir noch einen weiteren Baum pflanzen. Wir haben uns für eine Esche entschieden. Aus verschiedenen Gründen. Die Esche verfügt über besondere Eigenschaften. Sie wird sehr oft im Naturschutz erwähnt, aber selten gepflanzt. Und ja, wir hoffen, dass das Exemplar angeht. Es lässt ein bisschen die Blätter hängen, aber ich hoffe, dass die Pflanze sich wieder berappelt. Und Herr Wilhelm Bressler hat uns auch noch ein Gastgeschenk mitgebracht, einen Feldahorn. Das sieht sehr gut aus. Den werden wir auch noch in die Erde bringen. Ja, ich hoffe auch, dass durch die Berichterstattung die Identifikation mit des BUND mit dem Projekt zunimmt, weil es gibt eine Umfrage, viele Menschen kennen das Projekt Wildkatzensprung, aber viele bringen das gar nicht mit dem BUND in Verbindung. Das finde ich sehr schade, weil es ist eines der wenigen Projekte, die wir machen und es ist auch neben dem grünen Band ein Projekt von, man kann sagen, europaweiter Bedeutung.
Und ja, ich würde mir wünschen, dass sich das rumspricht, dass wir auch, ja, wenn wir mit Behörden zu tun haben, dass wir da nicht so kämpfen müssen. Und gut, ich habe es erwähnt, Forstämter, Straßenbauverwaltung, das klappt die Zusammenarbeit schon bestens. Und ja, ich wünsche mir, dass es so weitergeht und dass wir in einigen Jahren einen durchgängigen Korridor hier haben. So eine gute Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Gruppen und sagen wir auch dem Kreis und dem Land, mit allen wird hier zusammengearbeitet und ich finde das ganz prima. Das Forstamt ist da, unser Pfarrer Hesse. Wenn ich an rotes Höhenvieh denke, dann muss ich an Sie denken. Die haben dafür gesorgt, dass das hier im Landkreis wieder... Das ist auch hier auf dem Tisch, das rote Höhenvieh. Ja. Und ich habe selbst als Kind mit diesem roten Vieh geackert und gearbeitet. Ich weiß das zu schätzen. Ich finde das ganz toll, dass die sich so für die Natur einsetzen. Und es ist auch zwischen den einzelnen Verbänden auf unterster Ebene klappt das alles wunderbar. Ich habe auch bei der ersten Rockstockkartierung mitgemacht und ich möchte Ihnen aber noch ganz kurz was vorlesen. Und zwar Nachweise über erlegte Wildkatzen im landgräflichen Jagdbezirk Viermünden. Also genau hier, wo wir jetzt sind, angrenzenden Wälder. Und wenn ich hier erlegte Wildkatze lese, dann muss man das unter einem ganz anderen Gesichtspunkt sehen. Früher waren die Leute hungrig, die hatten Hunger. Und die haben alles, was ihnen Nahrungskonkurrent war, haben die als, naja, als jagbar, als muss weg und so weiter. Heute sind im letzten Jahr, so viel ich weiß, hier zwei Wildkatzen von den Autos erlegt worden. Eine bei Sachsenberg und eine im Ahrtal, glaube ich, war es, das vorige Jahr. Und das erledigen die. Und zwar hat die Anita Lorenz von Oberorge, die hat sich mal gebeten, von 1757 bis 1912 die Wildkatzenabschusszahlen kartiert. Und das ist jetzt, da fehlen 58 Jahre fehlen in den Büchern, die waren nicht alle mehr auffindbar. Und in dieser Zeit sind zusammen, ist schwankt zwischen einer und drei, manchmal sogar vier oder sogar in 1781 sind 6 Wildkatzen erlegt worden. Insgesamt 69 Wildkatzen erlegt worden. Also das ist der Beweis dafür, dass die Wildkatze hier immer vorgekommen ist und in Zukunft auch hier hoffentlich weiterleben kann. Das gilt natürlich für andere Arten auch, für Luchs. Und ich schätze sogar, dass der Wolf hier eine Chance hat, wenn man ihn lässt, wenn man ihm das nötige Rehwild gönnt. Ich fahre seit mehreren Jahren nach Niederspree in das eigentliche Wolfsgebiet. Und ich habe schon sehr, sehr viele Wolfsspuren gesehen. Ich habe aber noch nie einen Wolf gesehen, obwohl wir jeden Morgen um 4 Uhr aufgestanden sind und abends um 11 noch unterwegs waren, um auch mal einen Wolf zu sehen. Bei uns zählen natürlich nur Tiere, die in der freien Landschaft gesehen wurden. Also ich sage immer, ich habe noch keinen Wolf gesehen. Ich habe aber schon sehr viele in irgendwelchen größeren Zoos oder beziehungsweise Gehege gesehen. Also der Wolf, wenn er denn mal hier wäre, würde überhaupt nicht auffallen. Der ist so scheu, den würde kaum jemand zu sich. Bisschen Geduld vielleicht. Und der Luchs, würde ich behaupten, dass er auch schon hier ist, aber auch eben sehr, sehr scheu. Ja, und das war's und ich bedanke mich und ich finde es ganz toll, dass gerade hier ein Korridor gebaut wird oder geplant wird und auch umgesetzt wird, wo die Wildkatze praktisch ihre ursprüngliche Heimat auch hatte. Dankeschön. Freunde vom Naturschutzbund und Freunde vom BUND natürlich. Im Namen der Stadt Frankenberg und in Vertretung von Herrn Bürgermeister Hess möchte ich natürlich dem Wildkatzenkorridor hier für die Ziele, die hier vorgegeben sind, alles Gute wünschen, beziehungsweise auch die Daumen drücken, dass es so eintritt, wie man es erhofft. Jetzt habe ich schon gehört, der Wolf sollte jedenfalls noch kommen, vielleicht kommt auch noch der Luchs, wer auch immer. Gesehen habe ich auch beide noch nicht hier, die Katze ebenso noch nicht, aber ich wünsche diesem Projekt aus vollem Herzen wirklich alles Gute, dass es klappen mag, weil ich auch gerne in der Natur unterwegs bin und mir das alles so auch anschaue, hier und da auch die Beobachtung mache. Und ich kann auch eins dazu sagen, dass wenn die Stadt Frankenberg auch in manchen anderen Bereichen nicht immer so vorwärts guckt, was den Naturschutz oder den Tierschutz angeht, muss man ehrlicherweise gestehen. Wir aber für dieses Projekt alles Gute wünschen. Dankeschön. Wie macht man das? Das Material besorgen, wenn wir keine Tüten mehr hatten, das war einfach der... Der ist immer da, den kann man immer anrufen, Tag und Nacht. Und ich finde einfach, das ist ein Sonderapplaus. Bravo. Ja. Bravo.
Ich hatte das Blatt heute. Du, die nimmt die Motorsäge. Ah, so ist doch schön. Und echt ins Gesicht. Ach so. Der Schütze, kommen Sie hier. Und nehmen Sie auch nochmal eine Schütze. Ja, gut, ja klar. Danke, wenn Sie mir. Siehst du, Rudi, du weißt mit Schütze. Ja, dann hätte ich doch eine ganze Zeit drauf aus. Schippen den gleich. Ja, trotzdem mal in die Kamera, und trotzdem mal in die Kamera gucken. Ja, auch noch. Das ist, ja, das, die Bewegung sieht man im Bild nicht. Bei mir schon. Das ist gemein. Sie isolieren das fertige Bild aus der Bewegung. Ich muss noch einmal kurz stillhalten. Gelle, ja, haben wir doch. Olaf, hast du alles drin? Ich hab alles drin. Kriegst in die Welt. Mach ich. Bleibt ihr stehen? So, wer hat jetzt die Verantwortung für den Frauen? Der dann festhält, glaube ich. Ja, genau. Rainer, du musst jetzt... Ja.